Ja, hier ist was Lustiges passiert. Es waren ja die Lampen verschwunden. Dann habe ich die neu gemacht. Und seit dem Neuladen sind die auf einmal da. Hier zum Beispiel. Da hier habe ich sie fast richtig getroffen. Aber irgendwie, dadurch reiner Zufall, sieht das ja ganz witzig aus. Als wenn es so gestylt wäre, möchte ich mal sagen. Ihr könnt da gar nichts sehen, sehe ich mal wieder gerade. Na, super, Norbert, du bist ein Streamer hier. Okay, gut. Dann, ich wollte eigentlich mal meine Base zeigen, damit ich das auch mal im Forum mal ein bisschen zeigen kann. Also, genau passend löst sich der Sturm auf. Das ist also das neue Silo-Haus. Und hier muss noch einiges passieren. Ja, habe ich jetzt zugemacht, weil hier nämlich Regen reinkam und ich habe festgestellt, da hatte ich vorher so Glasböden drin. Ich dachte, das sieht schick aus, tut es ja auch, aber ich hatte Sturm hier im Gebäude. Und wie ich dann normalen Deckel drauf gemacht habe, war es weg. Ach, guck mal einer an. Also, hier hatte ich Lampen hingebaut. Die sind weg. Okay. Kleiner Balkon. Also hier gibt es noch genügend, wo man sich schon austoben kann. Der Kurzstreckenteleporter, den ich erweitert habe mit einem Glitch. Ab zum Powerplants. Das finde ich schon ziemlich gut. Ich weiß ja nicht, ob ich die Extraktoren da hinten öffnen soll, aber jetzt habe ich die Pipeline da so schön hinbekommen. Da hinten sieht man so ein bisschen die alte noch. Aber ansonsten habe ich die andere ganz gut versteckt bekommen. Hier so ein bisschen an Inventar und ich habe meinen Aufseher von der anderen Base rüber geholt. Hallo, grüß dich. Der muss nämlich hier aufpassen und die weiteren Bauarbeiten überwachen. Das macht er ganz gut. Ja, macht sich ruhig ein bisschen größer, ne? Kaufmann, da wo Tulilu. Habe ich mir gedacht, wieso die immer frei stehen zu lassen, wenn man die auch in ein Gebäude reinbauen kann. Jetzt gucken wir mal. 36 Minuten. 21.500 ist es erweitert, weil ich noch vier Silos dazu, vier Depots dazu gebaut habe. Das sieht schon. Da oben fehlen jetzt auch die Kringe. Warum auch immer, die fehlen, hier waren auch solche Kreise drauf. Da warte ich aber jetzt erstmal. Vielleicht sind die ja von hier nach da drüben gewandert. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ansonsten sind die relativ schnell neu gesetzt. Also, ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Raum für die Lagercontainer. Das
Achso, oben das Kreuz habe ich dann noch gemacht. Das Markierungspunkt. So sieht das hier aus. Naja, okay.